Ich bin Anke Domschki, ich bin Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin und arbeite am Institut Urban Landscape. Das gehört zur Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften am Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen. Mein Name ist Nathalie Baumann, ich bin Stadtökologin, arbeite am Institut für Umwelt, natürliche Ressourcen des Departements Life Science und Facility Management der ZHW. Mit der Annahme des revidierten Raumplanungsgesetzes ist wohl die größte Herausforderung für die Städte und auch für die Agglomerationen draußen, die innere Entwicklung umzusetzen, die geforderte. Das bedeutet, dass es eine starke Verdichtung geben muss in den Städten. Es muss neuer Wohnraum geschaffen werden, es braucht neue Arbeitsplätze, neue Mobilitätskonzepte. Und natürlich auch darf man da nicht die Biodiversität vergessen. Also wo gibt es auch Raum für Flora und Fauna? Wie kann man all diese Akteure zusammenbringen und ihnen wirklich verschiedene Lebensräume, Ökosysteme bieten, dass es allen gleichberechtigt gut geht und man sich entwickeln kann? Die heutige Städteplanung ist so, dass sie eigentlich die Grünflächen, Biodiversität, Klimaveränderung eigentlich gar nicht mit einbezieht. Es gibt Städte, die schon viele innovative Projekte gemacht hat, wo man sehr gut die verschiedenen nachhaltigen Ansätze des Städtebaus diskutieren kann. Aber es gibt, würde ich sagen, noch ein Defizit, gerade im Bereich der integralen Planung. Da denke ich, diese Anforderungen müssen relativ bald mal verändert werden, dass man wirklich auch von Anfang an die Biodiversität, auch Flora, Fauna mit einbezieht und bei Quartieren, bei Gebäudeplanungen integriert und auch umsetzt. Qualitätvolles Verdichten bedeutet, eine Stadt der kurzen Wege, wie wir sagen, anzubieten, wo ich wohnen, arbeiten und meine Freizeit verbringen kann. Entsprechend sollten Verkehrsräume vielfältig nutzbar sein. Und in der heutigen Zeit mit der Klimaveränderung müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen sich wohlfühlen in den Städten und entsprechend viel Grün und Freiräume anbieten. Die Klimaerwärmung und Biodiversitätsverlust bedeutet eigentlich, dass wir wirklich jetzt sehr schnell handeln müssen, dass wir zukünftige Quartiere, Gebäude so planen, dass sie auch Raum für die Flora, Fauna bieten. Entsprechend muss man versuchen, möglichst den Boden offen zu halten, aber auch natürlich den Wasserhaushalt gut zu planen und zu integrieren, damit man im Zuge der Überhitzung der Städte auch Verdunstung ermöglichen kann. Für mich als Stadtökologin bedeutet das konkret, dass ich mit den entsprechenden anderen Berufsgattungen zusammenarbeite. Das heißt, ich setze mich mit Architekten, Stadtplanerinnen, Ingenieuren oder auch Soziologinnen zusammen und versuche, unsere Perspektiven reinzubringen und dann entsprechende auch Lösungen zu finden, wie die Gebäude, die Quartiere von morgen aussehen. Wenn Sie noch mehr zu den Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung und deren integralen Planung erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Lerneinheiten zum SDG 11.